Ja, in dem Fall sind wir jetzt drauf, oder? Es ist mit relativ viel Verzögerung da. Ich bin zum Kontrollieren. Ja, wir sind auf der Quaderwiese in Chur. Die Menschen besammeln sich für den Abmarsch um 2. Im Moment sind noch nicht viel Betrieb. Und für mich ist es im Moment ein bisschen Test. 1, 2, check. Werner, bist du drauf? Bist du auch drauf? Ich will in Ruhe den Leuten etwas sagen und jetzt kommt der Und dann wieder? Nein, ist kein Problem. Also kannst du es mir auch gerade sagen? Es ist Folgendes passiert. Wir haben es gestern Abend lustig gehabt. Und irgendwann mal ist noch einer dazugekommen. Und der hat eigentlich gesagt, da anfangen zu diskutieren. Er hat sich ihm verloren, Mutti zu lieben, Deutsch. Und gesagt, oh, das ist okay, oder? Hat er mich überzeugen und dann gesagt, du, ich muss dich nicht überzeugen, du mich nicht, das ist okay. Und irgendwann ist der Typ uren aggressiv geworden. Wir sind dann gegangen und gesagt, hey los, die will auch Feierabend machen, um zu verrecken, nicht wollen in die Bar, also nicht aus der Bar gehen. Das Ganze hat dann so gipfelt, dass der ist mir hinten nachgelaufen. Wir haben gesagt, hey los, Abstand. Ich habe nur gesagt, hey, jetzt Abstand, weil der ist mir uren nach am Rücken gewesen. Du hast mich berührt und gesagt, und dann habe ich meinem Humor gesagt, das ist kein Problem, musst nicht zahlen, oder? Du sprichst gratis, oder? Und dann hat er angefangen richtig aggressiv, und der hat durchgetickt, oder? Und dann habe ich gesagt, los, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, du gehst oder du rufst die Polizei an. Ich meine, das war ein Schnuddergolf von 19 Jahren, oder? Jünger als meine Kinder. Und dann habe ich dann irgendwann mal gedacht, komm, jetzt tue ich mal so, als ob ich anrufe, und habe ihm das Handy für... Ja, wie lange brauchst du noch, zum anzurufen? Das ist ja so richtig bissig. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt Leute, ja, fertig. Dann haben sie angenommen. Ich habe ein Problem, wenn da einer, der hockt mir so im Knick und das gibt Ärger, das will ich nicht, oder? Wirklich, friedlich. Ja, dann soll ich zu ihnen überall laufen. Kein Problem. Ich sage, gut, dann komm mit, du hast ja gehört, wir gehen zur Polizei. Das Ganze ist dann noch so gelaufen. Ich habe das Telefon in den Sack rein und im Augenblick haut er mir einen in den Rücken hinein. Und dann ist fertig, er hat mich umgedreht, also der hat einen Satz zurück, da, ich habe ihn verwischt. Und dann habe ich auch gesagt, so Wurst, dann laufe ich dann mal auf ihn zu. Und hat dann angefangen Spass zu machen, weil er ist immer davon gerannt und ich renne nicht. Aber ich habe gewusst, wenn er da reinläuft, dann kann ich noch den abfangen. Das ist immer, je länger, je schlimmer geworden. Und irgendwann mal, ich bin dann einfach zurück. Dort zu der Bar, wo die Kollegin am Arbeiten war. Weil er ist halb dort gegangen, um Ärger zu machen. Und dann läutet irgendwas, wenn ich denke, ja gut, gehe ich einschauen auf das Telefon, hat die Polizei angelüht. Ja, wo ich dann sehe. Ich bin da auf dem Brief verstanden, gell? Hat die Polizei angelüht. Dann habe ich gesagt, ja, wo ich sehe, ich habe gesagt, ich komme vorbei, ob alles in Ordnung ist. Und gesagt, ja, weiss ich, er ist verschwunden, mir ist verblasen und jetzt ist er verschwunden. Ja, das ich bin, er beschwere sich über mich. Ja, genau. Ich habe gesagt, okay, ich komme jetzt. Ich bin dort reingekommen, also der hat gemerkt, am liebsten hätte er so an die Wand aufgenagelt. Der ist gerade weiss geworden, als ich reingekommen bin, oder? Und irgendwann sind wir dann einfach so verblieben, er hat sich entschuldigen und gesagt, los, ist mir scheißegal, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Was mir die Geschichte gezeigt hat, das ist 30 Jahre, habe ich das erste Mal wieder bin ich dran gewesen, an eine Schmiere. Und wenn ich das anschaue, du kannst nur so Geduld haben und friedlich sein und so, wenn jemand die ganze Zeit trittst, ob das ein Chef ist, ein Schnudri auf der Gasse oder eine Regierung, irgendwann mal dreht es um und sagt, jetzt ist fertig. Man kann alles zusammen friedlich machen, aber wo ist der Punkt, wo es mal fertig ist, so, jetzt ist fertig und jetzt laufen wir auf euch zu. Muss nicht einmal Gewalt sein, aber da ist, jetzt ist fertig. Das ist nicht eine Drohung, aber das ist jetzt, ich bin gestern verschrocken und wenn ich so schaue, wie das in der Bewegung momentan ist, es sind alles friedlich, oder? Es gibt immer ein paar, die das Gefühl haben, oh,
genug Bier gehabt, so. Aber es ist bedenklich. Hey, seit 30 Jahren bin ich so weit, dass ich mal einem eine schmiere. Und das hat viel gebraucht. Also der hat eine halbe Stunde hat mich provoziert und gesagt, komm, wir gehen jetzt mit zur Polizei. Einen guten Humor und alles zusammen. Dann bin ich auf mir verschrocken. Das ist eine Reaktion, die ich seit über 30 Jahren nicht mehr gehabt habe. Oder? Dort musste ich noch müssen zahlen. Ja. Und das gibt mir zu denken. Was ist aus dieser Gesellschaft geworden? Dass ein 19-jähriger Schnudri an einem alten Sack muss Schläge geben, drohen. Hey, wo kommen wir da hin? Ich meine, der hinter mir gelaufen ist, das ist einfach so, der kann aber ein Messer haben und haben wir es in den Rücken rein. Da habe ich auch keinen Bock. Darum habe ich gesagt, hey, abfahren da hin. Aber jetzt wirklich die Distanz und nicht wegen irgendwelchen Viren oder so, sondern das ist nicht gut, oder? Ja. Ja, wie wir hören, fährt es an Bimmeln, die Reichler kommen, wenn wir mal umschalten. Eben, weil ich da immer rübergeschaut habe, gesehen wir, da haben wir gleichzeitig, sind wir auch noch am Stream und er hat das Videocut.ch, also YouTube Videocut. YouTube Videocut. Genau. C-U-T. Ja, aber Videocut. Genau. Danke, gell? Ja. Wenn wir da nur noch aus dem Abhakung raus, dort hinten. Genau, ja, ja. Jubiläum, 50 Jahre.
Hallo? Schöne Glocke. Ja. Was ist das? Das kommt, das kommt ursprünglich aus dem schwäbisch-alemannischen Narrenraum, und zwar aus dem nördlichen Schwarzwald zwischen Rottweil und Horb. Ich bin aber gebürtiger Rottweiler, bin aber in Oberndorf am Neckar aufgewachsen. Daher sind auch die Glocken. Weil ich bin in Oberndorf am Neckar, auch in der Narrenzunft. Und nächstes Jahr habe ich 50-jähriges Jubiläum, weil ich bin nächstes Jahr 50 Jahre in der Narrenzunft in Oberndorf am Neckar. Danke, gell? Und alle, wo da sind, die Kuh, wenn sie auf friedreiche Zeit und eine glückselige Zeit. Danke. Hast du etwas wollen sagen? Wir brauchen Freiheit. Danke. Aber du hast nicht etwa die Seite gewechselt. Die Antifa steht auf unserer Seite. Wer heute Antifa ist, kämpft gegen die Zwangsmassnahmen vom Bundesrat. Die richtige Antifa, die marschiert bei uns miteinander gegen die Unterdrückung, wie sie es in Frankreich machen. Beispiel da die Skater Boys in Wurst-Zinarau. Die sind alle zahlt, sie haben alle ein schönes Zümmli gezahlt. Ja. Ja, und die anderen sind die Antifäntli. Und die haben mit der Antifa überhaupt nichts zu tun. Eins, zwei. Thank you.
Können wir schnell ein bisschen Auskunft geben über was ihr hier sammelt und wie wichtig das da ist? Wir sammeln Unterschriften für das Medienreferendum, dass der Staat nicht noch mehr Geld gibt an die Medien, die sonst schon machen, was sie wollen mit uns. Nein, ist jetzt übertrieben. Und für Stopp Impfpflichtinitiativen. Jetzt sind wir hier am Sammeln und die Leute kommen wie verrückt. Alle wollen dort unterschreiben. Merci vielmals. Sie sind zufrieden. Ich bin zufrieden. Und die Leute glauben, dass wir hier sind. Dani, du bist live drauf. Ich bin live drauf, ja. Und stellst du auch fest, dass es ein lockerer ist, was so Polizei einsetzt? Ja, im Sommer schon, aber jetzt ist gerade ein Bundesgerichtsentscheid durch, dass es legal sei, Demonstrationen mit Personen zu begrenzen. Wieder? Und, ja, und das öffnet durch die Willkür wieder Tür und Tor. Jetzt ist quasi die Willkür legal geworden und das macht nicht viel Hoffnung für den Winter. Also das heisst, gell, das ist alles im Namen von dem Covid-Gesetz? Ja, ich nehme an, mit dem wird man Virus begründen. Ja. 28. November müssen wir unbedingt Nein stimmen. Alle mobilisieren, auch um die Gunst der geimpften Bullen, dass die Leute, obwohl sie jetzt quasi Privilegien haben, sehen, dass es nicht fair ist und nicht rechtsstaatlich ist, dass wir Leute ausschliessen, nur weil sie einen anderen Impfstatus haben. Ich sage den Medizinalrassismus. Und man darf nicht vergessen, wenn man doppelt geimpft ist, jederzeit kann der Bundesrat sagen, jetzt musst du eine dritte, vierte, fünfte Impfung haben und sonst verlierst du das Zertifikat. Also Beispiel schon ein halbes Jahr nach der doppelten Impfung bist du wieder im Status von nicht geimpft. Das ist vor allem auszugehen. Wenn die wollen, dass du dich mehr spritzt, dann musst du dich mehr spritzen. Du musst dich wieder düngen nach dem Rhythmus vom Bundesrat. Ja. Merci. Danke auch. Was tust du da sammeln? Mediengesetz. Jawohl, ich möchte gerne Unterschriften sammeln wegen dem Impfzwang. Impfzwang. Das möchte ich nicht und ich möchte das. Das sind eigentlich beide. Ah. Also du bist und jetzt hier unterwegs auf dem Platz und tust die Leute fragen. Die meisten? Die, die haben schon unterschrieben, oder wie? Ich habe eigentlich ganz wenig Glück, aber zwar, weil es schon alle unterschrieben haben. Das ist eben sehr, sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Das Blöde ist, dass ich halt die gleich am gleichen Ort treffe. Ja. Und wenn ich so öffentlich in der ÖV bin, ist es schon noch viel so, dass man leider nicht mehr diskutieren kann. Deine Meinung, meine Meinung, sondern es ist so Ping-Pong-Diskussion. Ja. Aber da haben dann dafür schon alle unterschrieben, sind alle der gleichen Meinung. Tust du in der Öffentlichen auch eventuell mit den Unterschriftenbögen? Ja. Bist du auch unterwegs dann? Ja. Also ich gehe Hausklinken putzen, wenn man das versteht. Ich gehe von Tür zu Tür, ja. Zum Beispiel auch mit 5G. Da habe ich einige Unterschriften bekommen. Ja. Und möchte einfach das, was die Entwicklung, die hier ganz massiv ist, ich finde sie sehr massiv, gegen das Volk, das möchte ich nicht unterstützen. Und ich mache einige Sachen, ich mache einfach nicht mit. Ich möchte das nicht, weil ich das keine gesunde Haltung finde.
weil Leute sich bereichern. Das ist jetzt nicht nur finanziell, das ist jetzt auch in ganz vielen Bereichen, können sie sich ganz locker bereichern, auf Kosten von anderen. Also auch Macht, das ist eine Machtfrage, gell? Auf jeden Fall, ja. Das ist zum Beispiel das, moderne Sklaverei. Oder dann ist es einfach die Lügerei. Ich kann ja anderer Meinung sein, das muss ja nicht unbedingt stimmen. Das kann schon sein. Aber es wird so ganz offensichtlich gelogen, zu meinem Wohl, für andere zu ihrem Unwohl. Und das geht nicht. Ich denke mir, ein anderes ist natürlich auch die Gottlosigkeit, die wir haben. Wenn eine Gottlosigkeit da ist, dann haben wir dann einfach den Segen weg. Und der Segen weg, das sage ich, das, was ich hier sehe. Und das, was ich hier sehe, ist für mich nicht unbedingt das Ende, sondern das ist jetzt für mich der Anfang vom Ende. Vielleicht spekuliert. Wenn ich mich täusche, bin ich froh. Ich muss nicht recht haben. Aber ich möchte einfach gewaffnet sein und andere hoffentlich aufklären. Danke. Merci vielmals. Wo kommt das? Video gehört. Und Video gehört. Also YouTube auf Video gehört. Ja. Gut, okay. Und du machst? Livestream im Moment. Also ja. Ja. Gut, ja. Dann läuft das so. Das ist okay. So, ja, genau. Danke. Eine Botschaft an die beim schönen Wetter daheim geblieben sind. Ja. Oder später schauen, gell? Ja. Die Menschen sind hier eher am Schatten, sehe ich gerade. Es ist natürlich schon warm, wenn man jetzt hier auf den Abmarsch wartet, auf dem Platz draussen. Willst du etwas sagen? Nein. Aber ich wollte fragen, wie dein Sender heisst. Hä? Wie heisst deine Sendung, die man schauen kann? YouTube? Video. Video Card. Video Card? Ja. Danke dir. So, bis es so weit ist, bis es da weitergeht, kann ich euch noch ein Film abspielen, wo 2017 am World Economic Forum in Davos gezeigt worden ist zur Gründung von CEPI. CEPI, die Impfallianz. Also. Thank you.
Sie begann mit einer Fledermaus, einem Baum und einem Jungen namens Emil. Ein Leben voller Wunder und eine Welt zum Entdecken. Bald danach wurde er krank und seine Familie ebenso. Krankheit breitete sich weiter aus. Unsicherheit führt zu Angst. Epidemien betreffen uns alle. Sie betreffen jedermann. Sie betreffen jedermann, jederzeit. Sie kümmern sich nicht um Grenzen oder Nationen. Sie sind eine unserer größten Bedrohungen. Und mit unseren dichten Städten, Flugreisen und ökologischen Veränderungen verbreiten sie sich schneller und weiter als je zuvor. Geschäfte schließen und Flughäfen werden stillgelegt. Milliarden werden ausgegeben. Und geliebte Menschen sterben. Das Geräusch eines Hustens wird das fürchterlichste Geräusch von allen. Wir haben Menschen in den Weltraum geschickt, konstruierten unglaubliche Strukturen und verbanden die Welt in Wellen, wie wir es nie träumen konnten. Aber jetzt überlisten wir Epidemien. Wir sind immer einen Schritt zu spät, weil wir nicht planen, wir reagieren. Wir wissen, Impfstoffe können uns schützen. Wir müssen nur besser vorbereitet sein. Also lasst uns zusammenkommen. Lasst uns recherchieren und investieren. Lasst uns Leben retten. Lasst uns Epidemien überlisten. Sie begann mit einer Fledermaus, einem Baum. Ja, es ist erstaunlich, wie sich das mit der jetzigen, heutigen Zeit deckt. Vor allem, wenn man noch denkt, dass das so ein Beispiel von einem kleinen Bub, Emil, gezeichnet worden ist. Und heute stehen wir hier auf der Quaderwiese in Chur, nicht zuletzt wegen der Kinder. Warte mal, ich muss da zuerst die Kamera wieder richten. Gerade auf die letzte Seite irgendwie. Kannst du etwas sagen? Kann ich etwas sagen? Ja. Ja, was soll ich sagen? Es ist wieder schönes Wetter, Haufen Leute, hoffe es kommen wieder mehr. Und am 28. November haben wir die wichtigste Abstimmung seit langem. Wie ist die Situation heute so in der Schule? Also da haben ihr irgendwie Eltern, die bei euch mitmachen, die sich auch engagieren? Ja, hat es schon. Wobei jetzt im Aktionsbündnis sind wir jetzt nicht so. Also es gibt dann einfach einzelne Grüppli, oder, die sich zusammentun. Ja. Dort habe ich ehrlich gesagt nicht so die Übersicht mit Eltern. Aber es gibt ein paar organisierte Grüppli, die da Gas geben, aber ich habe gegen eine Übermacht gekämpft bei den Lehrern. Aber all die Aktionen, also was die Schule betrifft, ist im Zusammenhang mit dem Covid-Gesetz, ist das richtig? Oder hat das nichts mit dem Covid-Gesetz selber zu tun? Von der Schule? Ja, also einfach die Massnahmen, die... Ja gut, jetzt ist einfach so das Verrückte, eben die Testerei, oder? Eben, also bei uns zum Beispiel Kanton Schweiz ist ja gestört, oder? Wir haben ausgerechnet, die letzten 6 Wochen vor der Ferien haben 1,2 Millionen Franken gekostet, die Testerei, oder? Und sie haben 0,003% positive gefunden, oder? Also das ist ein absoluter Witz, oder? Und das müsste man stoppen, aber die Leute wissen ja nicht, wie viel das kostet. Der Regierungsrat traut nie zu sagen, wie viel das kostet. Das ist gratis. Ja, gratis aus unseren Steuergeldern bezahlt, ja, genau. Nein, es ist gestört, ja, gut. Also danke für alles Gute, gell? Tschüss.
wunderschönen guten Nachmittag. Hallo zusammen. Mögt ihr schnell hören? Zuallererst bitte ich alle Pressevertreter, alle Journalisten, schnell hier vorne kommen. Wir haben noch etwas für euch. Die Pressevertreter sind übrigens auch blick 20 Minuten und so weiter gemeint. So, herzlichen Dank an euch alle, die da sind. Ich sehe, wir sind schon wieder ganz, ganz viele, die sich dazu bekennen, dass sie genug haben. Die Gründe mögen sehr unterschiedlich sein, dass man genug hat. Hauptsache, man hat genug. Etwas schnell organisatorisches. Wir werden in ein paar Minuten, also um zwei, werden wir starten auf dem Marsch durch Chur. Wir haben eine kleine Route zusammengestellt. Herzlichen Dank da für die Kooperation von der Stadtpolizei Chur für das Ganze. Es ist auch schön, dass wir wieder da sein dürfen. Dankeschön! Wir würden, wie das letzte Mal, dort unten beim grossen Tor, würden wir uns besammeln. Die Richler, die Freiheitsrichler, gehen voraus und ihr dürft denen einfach folgen. Wir laufen durch die Altstadt und durch die Dorf und kommen dann nachher da wieder retour. Den Abschluss machen das mal die Helvetia und die Richler. Herzlichen Dank, dass ihr beide Gruppierungen da sind. Dann möchte ich es nicht versäumen, allen anderen, die hier helfen, einen herzlichen Dank, dass ihr den Anlass möglich macht. Das ist nicht unsere Arbeit, das ist euer aller Arbeit. Es braucht euch alle, dass das funktioniert und dass das friedlich und tiptop über die Bühne geht. Einen herzlichen Dank an euch alle, die unterstützen, die helfen, die immer kommen und die treu im Widerstand sind. Danke vielmals. So, dann, wenn ihr irgendeinen medizinischen Notfall hättet, dort hinten haben wir Samariter, die euch helfen und unterstützen würden. Dann hat es Helfer mit Leuchtwesten unterwegs von uns. Die wissen Bescheid und können euch helfen oder können jemanden rufen, der Bescheid weiss. Also bitte fragt unsere Helfer, sie wissen, wie es organisiert ist. Danke vielmals und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Nachmittag hier in Chur. Hast du etwas zum Mediengesetz sagen? Zum Mediengesetz? Das braucht keine Förderung der Medien, weil die Qualität setzt sich durch, weil sie der Kunde zahlt. Und sie, wo der Leser da ist, ist auch genügend in Werbung rum. Das heisst, gute Qualität setzt sich durch. Qualitätsmedien heisst, man dient am Kunden. Also das heisst, Qualität heisst, die Anforderung des Kunden zu erfüllen. Und du hast auch ein bisschen den Eindruck, dass gerade jetzt, was die Privaten oder so quasi einzelne, auch zum Teil Amateur da leistet, eher der Wahrheit oder der Realität entspricht, als was wir in der Presse nachher lesen. Also wenn ich nach dem Pressekodex gehe, muss ich sagen, die alternativen Medien leisten hervorragende Arbeit. Die arbeiten nach dem Pressekodex. Bei den Mainstream-Medien hat man eher das Gefühl, sie arbeiten nach dem Handbuch vom MFS, also vom Handbuch vom Ministerium für Staatssicherheit von DDR, wo eigentlich nicht Propaganda ist. Das sind nur Propagandamedien noch. Danke. Thank you.
Ich tue mal den Stream schnell unterbrechen, damit ich noch Zeit habe, um neuen Akku rein zu tun. Also entschuldigt, es sind etwa 10 Minuten. Grüezi Sie miteinander. Verstanden.
Wir sind ein bisschen spät gekommen, weißt du? Ja, schön, ne? Bist live, hä? Ja. Sind ihr über den Kerenzen? Nein, über den Dunkelburg. Ja. Hast du schon gut gefallen? Ich habe schon. Ja, ich habe Zeit, ich bin da. Ja, ist gut. Das ist meine Schwester. Das ist der Paul. Er ist Kämpfer auch vom Anfang an und Filme macht, Livestreamen. Ich bin sein Knecht angestellt heute. Ja, okay. Okay. Ja. Die Verzögerung ist, oder? Ja. Ja. Gut. Ja. Du sagst, wenn ich es heben soll, gut schwätzen. Ja. Aber ich habe vergessen, den Akku mitzunehmen. Aha. Ist dann irgendwann leer. Oh, ja. Ja. Bist du mit dem Zug gekommen? Ja. Gut. Was meinst du, wie viele Leute sind? So viel wie das letzte Mal etwa. Ich weiss es nicht, ich habe noch nicht alle gesehen. Wir sind auf dem Platz nicht so viel gewesen, aber das sehen wir jetzt dann. Da sind wir ja alle so ein bisschen gewartet. Da. Ja. Und dort hinten laufen sie auch noch. Ja, ja. Ja, ja. Liberté! 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 Liberté!
schon schwer. Also das nächste Mal nehme ich das immer mit. Ja. Ja, aber man kann schon abwechseln. Immer wieder auf dem Fast auf dem Platz, gell? Ja. Wenn wir mal dort führen, so neben führen. Ja. Ja, ja. Jetzt warten wir mal und denken Sie mal da vorbeilaufen. Ja. Die sind jetzt erst von der Quaderwiese, gehen die ja. Weg. Es geht durch die ganze Stadt durch. Wie das Ding von dir habe ich immer noch nicht. Was für ein Ding? Ja, du musst ein Poststück zahlen, das haben wir gesagt. Ich weiss nicht, woher posten. Kommt mir immer erst in den Sinn, wenn ja. Alles schön parat und dann lasse ich die Batterien, die Akkus liegen. Ja. Aber ja, so. Die Reden werden ja dann übertragen von WD Chur ja. Und Rhein TV. Vielleicht langt es mir noch mit dem Handy, aber ich weiß es noch nicht. Ja. Es sind etwa 200 Leute, gell? Ja, ja. Vielleicht knapp. Vielleicht knapp. 198 habe ich mal gezählt. Mindestens an der Spitze vorne. Ja, genau. Thank you.
Unglaublich, hä? Ja, hat ein paar Leute da, ja. Ich hoffe, es sind auch einige Leute vom Bündnerland gekommen, wegen dem Zertifikat, das sie da einführen in den ÖV. Also irgendwann sollte es den Leuten mal den Hut lupfen und sie sollten auf die Straße gehen. Ja, von Schaffhausen sind auch ein paar da, gell? Ja, ja. Genau. Simon hat mir noch die Rechnung gegeben, was mit dem Wohnmobil einen Schaden gemacht hat. Oh. Angerichtet im Zug. Ja. Ah ja. Ja. Muss ich dir dann noch zahlen? Ah ja. Ja. Also das Filmen ist auch mit Unkosten verbunden. Ja, ja, das können wir ja teilen miteinander. Nein, nicht. Also, ich habe ja meine Bankdaten und das Windkonto eigentlich angegeben. Also wenn irgendjemand das möchte, ein bisschen unterstützen, dass ich mit 71 hier auf der Straße stehe. Ja, der Paul ist ausser ein außerordentlicher Netzwerker. Er ist überall gegangen und er hat überall Bescheid, ist mit seiner Kamera da. Also der Paul hat es wirklich verdient, dass man ihn unterstützt. Ich darf mit dem Daniele Schrand zusammen, ja. Der jetzt heute ja nicht da sein kann, aber wahrscheinlich ein bisschen bekannter ist, vor allem vor der Kamera wieder ist. Aha, ja. Aber wir machen in der Regel selber. Wir haben Davos auch selber gemacht. Mit dem Ernst Wolf, ah, ja. Mit Bakti, also Carina Reist und Sukri Bakti. Ja genau, vergessen nicht den YouTube-Kanal Videocuts zu liken, euer Glücklich zu hinterlassen und zu abonnieren. Gell? Ja. Ja. Ist sehr wichtig. Den Beitrag, den ihr leisten könnt, der gratis ist, da sind wir immer up to date, das läuft. Und unser Anliegen ist aber auch, was machen wir in der Zukunft anders? Weil also das, was wir bis jetzt gemacht haben, in die Sackgasse geführt hat. Und wir sehen das zum Beispiel in der Landwirtschaft. Das ist unsere Lebensgrundlage. Und wenn einmal der Boden uns die Nahrung nicht mehr produzieren kann oder nicht mehr die Pflanzen nicht mehr wachsen können, die für unsere Gesundheit gut sind, dann ja. Und ich setze mich ein für Bodenverbesserung, regenerative Landwirtschaft, Humusaufbau als Beispiel. Ja, ja genau, das ist ein essentielles Thema. Ich bin Landschaftsgärtner und ich stelle fest, dass eigentlich sehr viele Leute den Bezug zur Natur verloren haben, nicht mehr wissen, wo unsere Nahrung herkommt, wo unsere Lebensmittel herkommen, nicht mehr können umgehen mit Wetter, Unwetter, mit Hitze, mit Sonne, mit Regen. Und das täte gut, wenn wir alle zusammen ein bisschen mehr würden zurückkommen mit den Füßen am Boden und realisieren, wo das wir herkommen und von was das wir leben. Und nebst natürlich der Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Und das ist im Moment meine grösste Sorge, die zweiteilte, die gespaltene Gesellschaft. Und da müssen wir einfach Weg finden, wie wir das können, dagegen kämpfen, dass wir da nicht eine Zweiklassengesellschaft überkommen. Und ein bisschen so gegen dich eben, ja. Das Mikrofon. Ja. Dann hört man dich noch ein bisschen besser. Ja. Das ist gut. Da hat es noch Leute mit einem aufblasbaren Swiss-Flüger. Ich nehme an, das ist Personal von der Swiss. Und die haben es auch besonders schwer. Die werden ja jetzt gezwungen, sich impfen zu lassen, dass sie überhaupt noch arbeiten dürfen. So etwas geht in meinen Augen überhaupt gar nicht. Das Impfen muss immer freiwillig bleiben. Es muss eine persönliche Entscheidung bleiben. Es darf weder vom Staat noch vom Arbeitgeber verordnet werden. Man redet ja immer von der Eigenverantwortung. Und so wie es jetzt aussieht, gilt es plötzlich nicht mehr, oder?
Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit. Ja, die Eigenverantwortung gilt dann, wenn wir Steuern zahlen. Wenn der Staat etwas von uns will, oder, dann ist schon klar, dann tut er uns überwachen mit Revisionen, kommt ins Geschäft und prüft alle Zahlen und Buchhaltungen, schaut, dass wir alles richtig gezahlt haben. Dort gilt die Eigenverantwortung dann sowieso nicht. Ja, also das ist irgendwie ein bisschen verkehrte Welt. Ich glaube, es gibt einiges zum Korrigieren. Hoi, hoi zusammen. Wir sind live. Gut, selber. Gut, so ein bisschen reden. Du, gell, wie geht es mit eurem Verband oder Verein? Freie KMU. Ja, gut. Wir sind auf gutem Weg. Ja, wir haben einen recht guten Zuwachs. Neue Mitglieder. Wie viele sind da jetzt? 250, glaube ich. So, um das. Ja, Mitglieder, ja. Es werden schnell immer mehr. Ja, ich bin auch selbstständig, aber im Gartenbau ist es nicht so tragisch wie die, die in den Buden arbeiten. Ja, ist gefragt jetzt, gell, Gartenbau, ja. Ja, sehr gefragt, ja, genau. Ja. Was sagst du zu der Entwicklung von dieser Zweiklassengesellschaft? Ja, tragisch, einfach tragisch. Ist tragisch, ja. Ist einfach tragisch. Ja. Und was könnten wir jetzt machen dagegen? Weitermachen. Wir werden immer mehr, es wird immer grösser. Widerstand wird immer grösser. Ja. Friedlich bleiben jetzt noch. Ja. Und einfach weitermachen. Also du bist auch dafür, dass wir friedlich bleiben sollen? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Gut, ja. Danke für deinen Einsatz. Ja, gern geschehen. Schönen Tag noch. Danke. Der macht so. Ja, ich kenne ihn wieder. Er hat einmal geredet. Aber ich weiß nicht, wie er heisst. Ja, der kann ich. Aber noch nicht. Ich nehme mich mit dem. Es hört nicht auf, ja. Und das, ich habe einfach das Gefühl, vor dieser Menge, die wir hier sehen, muss man eigentlich keine Angst haben. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man da muss, sich bewaffnen gegen die Leute. Es hat alles. Es hat ältere Leute, Kinder, junge Familien. Jetzt sehen wir gerade einen Kinderwagen. Ja, ich denke, die Kinder sind ganz besonders betroffen jetzt von dieser Situation. Ich denke, sie wachsen in einem Umfeld auf, das sehr, sehr schwierig ist. Auch mit den Eltern, auch mit der Spaltung und so. Also wir müssen unser Augenmerk auch ganz besonders auf die Kinder richten, dass es denen gut geht, dass wir denen Sorge haben und sie nicht außer Acht lassen. Schön, dass ihr das macht für uns. Willst du etwas sagen? Ja. Wir sind gerade live. Freunde der Verfassung, ja. Das liegt am Herzen und alles andere müssen wir nicht mehr sagen. Ja, 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 ich bin auch Freund der Verfassung schon für uns. Ja. Ja, aber ich bin super, dass er ein paar Mal reingeschaut, wenn man nicht immer der Weise kann. Ja. Danke schön. Ja. Schön, dass sich langsam etwas bewegt. Immer mehr. Wir sind ja gar noch nicht durchgegangen, ja? Wir sind da weit hinten.
kommen jetzt hier von weit hin, gehen hier rundherum und kommen hier wieder zurück. Ich hoffe auch, ja. Simon da vorne, ja. Das will ich Sie dann kurz noch fragen, was Sie denkt. Thank you.
Hallo Albert, schön, dass du wieder da bist. Ja, merci auch. Wie geht's dir? Ja. Bist du zuversichtlich? Ja, sehr. Dankeschön. Der Akku ist sowieso jetzt ein bisschen leer. Dann habe ich den Umzug gemacht und den Livestream könnt ihr auf dem WD Chur weiter schauen. WD Chur. Also die Reden, die jetzt entkommen. Also der Dani Stricker habe ich auch gesehen im Film. Den können wir auch hineinschauen. Ja. Interview. Aber er wird kaum auch die Rede, weißt, die Rede werden wahrscheinlich vom WD Chur übertragen. Der Krieg ist auch da, aber nur im Sicherheitsdienst mit seinem Hund. Ja. Thank you.
kannst ja vielleicht einmal den Andreas fragen. Was willst du? Wer ist der Leiter? Er ist dann. Ja. Musst du gerade weg, Andreas? Oder kannst du zwei, drei Worte sagen? Oh, ja, zwei, drei Worte zu was? Zu wem? Warum? Situation global, wenn wir nicht beleuchten, kontinental nicht, aber national Schweiz. Ja. Geht um die Freiheit. Die reden mit einem Freiheitstriechler. Der Triechler natürlich. Er triechelt für die Freiheit. Heute im Besonderen unter meinem Titel gemeinsam, wo man könnte sagen, keine Spaltung, keine Trennung, keine Teilung. Da reden wir von Gemeinsamkeit oder Zusammenhang, wie der Berner sagt. Zusammenhang, zusammenheben. Positiv formuliert, wir können in Kunst, künftig können wir generell das denken und sagen und machen, wo wir wollen. Nicht das negieren, was wir nicht wollen. Aber es ist gut gemeint. Jeder, der Schlechtes negiert, meint es gut. Ich würde empfehlen, zu Handen von allen Gutartigen, sagen das, was ihr wollt. Heute ist das Thema darum, gemeinsam vorwärts zu gehen. Und darum sind wir Freiheitsstreichler so aus dem engeren Boot raus, wo einige Gruppierungen in der Schweiz drin sind in dem engeren Boot gegen Covid-Massnahmen. Punkt. Es ist schon im Bereich der Verhöhnung, was die Behörden machen. Es nützt fast nichts, was sie machen, mal sehr grob, einfach gesagt. Und es schadet sehr viel. Wir sind schon im Bereich der Verhöhnung, was die Behörden machen. Darum lehnen wir diese Covid-Massnahmen ab. Das geht schon an die Würde. Das kann ein freier Mensch nicht annehmen. Im Übrigen bahnt sich ein weiterer Erfolg für die Eidgenossenschaft an. Frohe Gesichter, die nicht nur kraftvoll sind, wie ihr hier seht, sondern friedfertig. Also dann könntest du das, was da drauf steht, voll unterschreiben. Geschichtsunterricht für Dummies, für Dummies, Zweiklassengesellschaft sind immer falsch. Zweiklassengesellschaft kann ich dir keine nennen, die gut wäre. Ja. Eben, gell. Ja. Dankeschön. Danke dir. Ja, jetzt, das haben wir schon drauf genommen. Hä? Das habe ich schon. Ah, gut. Ja. Jetzt kannst du mich noch schnell verabschieden, weil der Akku ist leer. Ja. Also der Akku verabschiedet sich von uns und wir dürfen uns auch verabschieden von euch. Gehen auf WD Chur schauen, den Livestream, oder kommen da daher, wenn wir in der Nähe sind. Danke. Vielleicht schaffe ich es mit dem Handy nochmal auf Videokette wieder nochmal zu kommen. Ja, müssen wir mal schauen. Ciao zusammen.